So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren. Oh mein Gott, ist das hell. Ha, draußen ist gerade voll bewölkt. Ha? Also Regenwetter. Aber hier bei mir ist das trotzdem noch immer. Guck, okay, jetzt ist es vielleicht ein bisschen sehr dunkel, aber so dunkel ist es halt gerade in so Realität. Und die Kamera einfach. Restlich Verstärker. Gerade bei der Kamera hier sieht es aus, wie als wenn es wirklich noch Tag wäre. Also. Als wenn es hell wäre. Ja gut, lange Rede gar keinen Sinn. Wir machen mal weiter mit der Mindtest. So. Die schön lieblichen Klänge. Und let's go. So. Wir hatten gerade geschlafen, genau. Und wir haben jetzt ein bisschen Holz. Wir könnten noch mal rausgehen, aber ich glaube, wir brauchen erstmal das Holz, was wir haben. So. Okay, da sind wir. Man kann ja bei so weg ganz gut durchfallen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Dachte gerade, warum ist der Boden hier nass? Also so wie, als wenn er ein Feld wäre, aber ist ja der Schatten. Diese dynamischen Schatten bringen mich voll durcheinander. So. Aber sieht schon geil aus mit den dynamischen Schatten. Ich meine, es wäre natürlich noch geiler, wenn die Sonne nicht einfach nur da aufgehen würde und dann da untergeht, zum Beispiel. Sondern, dass sie wirklich da hinten aufgeht und dann so schräg, wie die echte Sonne ja auch. So, und dann. Ja? Dass die Schatten ein bisschen mehr so sind wie im echten halt. So, ich meine, wenn wir jetzt am Äquator leben oder ehrlich mal, die Erde ist ja ein bisschen geneigt. Das heißt, wenn wir genau auf der Achse leben würden, wo die Sonne auch rumgeht, dann wäre es zwar realistisch. Aber gut. Man kann es sich zumindest so einreden. So, du kommst hier weg. So, und jetzt müssen wir die ganzen Querbalken ziehen. Dann müssen wir aber auch erstmal hier mit Sand ein paar Wege bauen. Oder wir klettern da oben rauf. Ich glaube, das wäre fast einfacher. Dann kommst du nochmal nach da. Halt, das eigentlich wollte ich da. Aber egal. So, kann man hier nämlich schon drüber klettern. Und dich nehmen wir. Kann ich auch so machen? Ja, kann ich. So. Das war der erste Streich. So. Ja, gut. Geht halt um die Seite rum. So, jetzt ist die Frage. Es kann ja leider nur einen geben. Das heißt, entweder wir machen den hier so rum oder so rum. Ist natürlich die Frage, was würde besser aussehen? Oder würde es besser aussehen, wenn wir den komplett wegnehmen und hier noch einen Pfosten nach oben hinstellen? Also einen aus Vollholz, quasi einen Vollpfosten. Was steht da? Wie ich meine? Ey, komm, im Skript klang es ganz gut. Man möge mir also verzeihen. Ich meine, ouch. Hier unten haben wir hier auch tragende Wände. Von daher wäre es vielleicht gar nicht so dumm, um da tatsächlich diese Balken durchzuführen bis nach ganz oben. Außer wir machen hier eine komplette Glaskuppel einfach. Na komm, wir ziehen hier so ein Ding nach oben und dann passt es schon. Kannst du hier aber weg? Ist ja gut. Wir wollten uns auch eine Axt bauen, ne? Irgendwie sowas war doch. Ja, wie ich das Dachgeschoss mache, das weiß ich noch gar nicht. Da bin ich noch ein bisschen offen, was das angeht. Gleich fallen wir tief.
Wir haben bei so bloß noch zwei Herzen. Ich sollte vielleicht mal was essen. So. Gut, muss jetzt mal reichen. Wie gesagt, wie wir das Dach bauen, da muss ich mir überlegen, ob wir so schräg bauen oder so schräg bauen oder ob wir ein flaches Dach bauen. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich meine, von der Anordnung wäre es natürlich so sinnvoller. Scheiß Zaun hier. Warum erfüllt er seinen Zweck? Das gibt's ja nicht. Was soll das hier eigentlich darstellen? Naja, wer weiß. So, das heißt, jetzt brauchen wir Glas. Dann müssen wir mal hier ran und dann ganz viel für so und so. Und wir haben natürlich eine scheiß Zahl, das mache ich so hier. So, mal überlegen. Wir haben... Oh, ich weiß gar nicht, wie groß die Fenster eigentlich sind. Also ich weiß, dass sie 7 hoch sind, aber wie breit sind sie? Ach, scheiß drauf. 6. Okay. Also 6 mal 7, das sind 42. Und davon haben wir 5. Die sind ja auch 6, ne? Genau, das sind auch 6. Das heißt, wir haben 5 mal 42. Für die, die nicht rechnen können, das sind 210 Gläser. Das ist also eine ganze Menge. Da weiß ich gar nicht, ob unser Glas überhaupt für ausreicht. So, 210 durch 16. Da muss ich ja rechnen. 210 durch 16 sind 13. Das heißt, wir brauchen, also etwas mehr als 13, wir brauchen also noch ein bisschen mehr Glas. Können wir ganz genau ausrechnen, das sind 13,125 und das mal 6 brauchen wir pro Schub. Das sind also, wir brauchen 78, noch was, also 79 Glas. Und wir haben Kappe 55. Ja. Da fehlen also noch ein paar. Das heißt, haben wir noch ein bisschen Sand. Wir haben ein bisschen Sand. Dann mache ich da einfach mal so einen ganzen Batzen. Weil sonst brauchen wir eigentlich kaum Sand. Das heißt, wir... So viel Kohle haben wir gar nicht. Lass ich dann doch nochmal so ein Superofen springen? Ja, komm, warum nicht? Dann bauen wir hier nochmal so einen Superofen. So, das heißt, wir brauchen einmal noch einen Ofen. Bop, bop. Und jetzt, wie war das? Du warst einfach ein bisschen Stahl und polierter Stein. Okay, und du warst viermal Baum. Polierter Stein. Wow. Haben wir sowas überhaupt noch? Nope. Sieht schlecht aus. Und das heißt, wir müssen jetzt mal Blütenstein herstellen. Supi-dupi. Der Stein aber auch nicht mehr. Das heißt, wir brauchen erstmal dreimal Stein. Ich mach mal viermal. So, dann packen wir die mal da rein. So. Und ich gucke noch mal ganz kurz, wie polierter Stein. Ist einfach normal drin, ne? Genau, das dachte ich mir. Ich bin ja quasi der Denker. So. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar alle vier poliert. Was letztendlich aber völlig egal ist, weil ich meine... Oh, ja, super. Hat also nicht funktioniert. Danke dafür. Weil A brauchen wir eh nur 3 und egal, ob nun als solcher Stein übrig bleibt oder als Polierstein übrig bleibt, ein Stein bleibt sowieso übrig und klatscht uns unser Inventar voll. So, das hat schon mal gereicht. Sehr schön. So.
Ach, guck mal, wir werden jetzt sogar noch zweimal politische Steinplatten. Egal. So. Jetzt brauchen wir fünfmal das, einmal das und dann schwuppdiwupp. Sehr geil. Und jetzt brauchen wir viermal Holz und dann ein Ofen. Nice. So, du kommst nach da, du kommst nach da und dann haben wir das doch. So, und hier machen wir jetzt ganz viel Glas rein. Ganz viel Sand, meine ich doch. Und jetzt bräuchten wir eigentlich nur viermal Kohle, ne? Eins, zwei, drei, vier. Und damit sollte das gesamte. Ach was, komm. Das Zimmer reicht aus. Aber wie man sieht, funktioniert das gar nicht. Was? Wieso denn nicht? Oder kann man mit dem wirklich nur Mineralien machen? Also sowas wie Eisen oder Kohle. Kohle. Hier, Kupfer und sowas. Das ist natürlich sehr behindert. Tja, Smoker sowieso nicht. Da kann man nur Essen mitmachen. Probiert über Studieren. Ja. Ja, gut, dann also doch viermal. Dann mache ich 16 Glas. Ne, es sind 32 Glas. 16 reicht vollkommen aus. So. Let's go. Ich dachte, wir können unsere Kohle endlich mal ein bisschen effizienter benutzen, aber nö. Oh, die Tiere draußen, die geben gerade ein bisschen auf den Sack, ne? Wo seid ihr? Gut, die Schatten bei denen sehen ein bisschen komisch aus. Ach, komm her, komm her. Ich klatsch da weg, du. So. Okay. Das heißt, dann haben wir ein bisschen Glas, ein bisschen noch mehr Glas. Das sollte dann reichen, hoffentlich. Wir brauchten 210, ne? Genau. 210 Glaspanel brauchen wir. Ich bin mal gespannt, ob wir die auch erreichenderweise schaffen. Gut, solange wie der hier rumsmoked, bediene ich mal draußen nochmal das Morium-Feld. Wobei es noch gar nicht fertig ist. Warum brauchen die jetzt so schon wieder so ewig? Die hier sind jetzt schon alle wieder komplett fertig und die hier sind immer noch am Rumdumpfeln. Genauso wie ich das Feld verlassen hatte. Der hier war ja bereits gewachsen, als ich die anderen angepflanzt habe. Die sind immer noch genauso frisch. Gut, manche sind schon etwas höher, aber geil ist anders. Und wird es gerade dunkel? Die Schatten sind ganz schön lang, also schätze ich mal ja. Ah, so Sonne sich. Ah, ne, da ist die Sonne. Okay. Ach so, uns hat gerade der Schatten eingeholt, klar. Deswegen. Lol. So, dann müssen wir mittlerweile fertig sein, ja? So, dann du da, du da. 1, 2, das passt nicht. Na, ja, scheiße. Wieso passt das denn nicht? Habe ich mich verrechnet? Wir brauchten 12, noch was, ne? Das heißt, wir brauchen sowieso mehr Glas. Jetzt bin ich verwirrt. Wartet mal kurz. Damit ihr mal seht, was hier gerade abgeht. So. Jetzt bin ich hier wieder im Bildschirmmodus. Und jetzt kommt's. Also wir haben 210 durch 16. Kommen wir auf 13 Schübe brauchen wir. Ja? Da, ne, da halbe Schübe nicht gehen, brauchen wir also 14. Ach, ich habe vorhin mit 12,125 gerechnet. Nicht mit 3. Wie habe ich denn auf? Hä? Egal. Auf jeden Fall brauchen wir den 14 mal 6. Kommen wir auf 84. Ja. Okay, da brauchen wir doch noch ein bisschen mehr. 84 brauchen wir. So, jetzt machen wir mal wieder ein Fenstermodus hier. Hopp. Damit wir auch die vollen 60 FPS haben. So, 84. Das heißt, uns fehlen noch 13 Stück. Leck mich.
Machen wir also wieder hier so, wieder ein 16er Stack. Wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? Kohle, gib mir deine Kohle. Kohle. Dankeschön. Das habe ich an MyTest nicht vermisst. Das war bei, das ist bei ETS und bei ATS viel schöner. Da brauchst du nicht so viel im Kopf rumrechnen. So, du nach da, du nach da und dann wieder warten. Mittlerweile was gewachsen. Nö, die Moribel sind immer noch. Ah, guck mal, das ist eine Moribel schon gewachsen. Wenn ihr das nicht seht, dann bitte auf 4K hochschalten. Denn die Moribel hinten ist ganz schön klein. Gibt es den Zoom? Nee, ne? Den brauche ich ja jetzt nicht, diese komische Fernglas. Apropos, siehst du? Was? Hab ich das? Achso, da habe ich noch hier die. Die Dinger tauchen ja erst dann auf, wenn man die. Wie heißt? Die Rohstoffe quasi. Also die Grundbausteine halt. Wie sagt man dazu? Werkstücke? Werkstoffe? Auf jeden Fall fehlt uns noch irgendwas. Deswegen haben wir das Fernglas noch gar nicht hier drin. Schade. Fuck my life. Oh, jetzt ist es auch dunkel. Gut, dann pennen wir uns mal packen. Ich meine, wir packen uns natürlich mal pennen. Ja, also, das macht schon mehr Sinn. So. Jetzt ist das Feld ja, glaube ich, gewachsen. Ne? Das wächst immer dann, wenn wir pennen gehen. Nö. Gab es nicht immer einen Wachsschub, wenn wir schlafen? Oder war das nur bei MyTest Game? Ach nee, der Ofen, der hat einen Schub, genau. Den konnten wir damit überspringen. Ja, genau. Schade. Okay, so, jetzt haben wir genug Glas. Sollte es also alles passen. So, wir brauchen 14. So, 64 hier, 64 da, 64 überall. So, haben wir noch dreimal Glas, was auch immer wir damit anfangen können. Das Schöne ist, ein bisschen mehr zu haben, keine Schaden, weil man kann das Glas nicht mehr abbauen. Das heißt, wir müssen irgendwie verbauen und dann das doch nochmal anders machen müssen. Dann würden wir Glas verlieren und damit kannst du Schaden, ein bisschen mehr zu haben. Ich finde es immer noch kacke, dass man hier zwar auf der Seite die weiße Fläche hat, aber auf der Seite nichts hat. Dann macht sich das mit der Maus positionieren, so aus dem Augenwinkel, echt schwer. Ich meine, die schwarzen Linien sind natürlich schon relativ kontrastreich, ja, aber wenn man da ein bisschen mehr sehen könnte, wäre es auch nicht verkehrt. So. Rest mache ich denn von oben. Oh Mann, Alter, man kennt ja hier kaum was. Eigentlich war da gerade Erde, sonst hätte ich an die Stelle gerade ein Glas reingebaut. So schnell kann es gehen. Deswegen immer schön vorsichtig sein. Ich bin ja nur froh, dass es jetzt mittlerweile mit dem Anvisieren funktioniert. Wir hatten ja bei der Version 1. Also mindestens bei der Version 5.1 und 5.2, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob bei der 5.3 auch noch das war, dass wenn man sich ein paar Mal rumgedreht hat, das mit dem Anvisieren nicht mehr geklappt hat. Wo man denn, wo der Anvisierpoint ein bisschen off war. Was halt so eine Bauarbeiten nahezu unmöglich gemacht hat.
zumindest ohne an Frustration zu sterben. Jetzt hingegen geht's zum Glück. So, noch das Ding hier und dann müssen wir das noch von oben ein bisschen nacharbeiten. Haben wir es doch schon fast geschafft. Und bis jetzt haben wir noch keinen Glasverlust. Da kann irgendwas nicht mit dem rechten Ding zugehen. Easy. Dann gehen wir mal nach oben. So. Eigentlich ist es so sogar noch einfacher. Ich meine, wo haben wir diese Soundfiles her? In welcher Welt ist das realistisch? Wenn du auf Glas rumläufst, macht das nicht so eine Geräusche. Außer du hast, weiß nicht, Holzschuhe oder sowas. Dann vielleicht. Scheiß jemand an. Geronimo! Schade. Ich dachte, der Fisch bremst mich ein bisschen ab. Aber nee, hab vollen Schaden bekommen. Siehst du, die kann ich ja immer die Melonen abernten. Wollt ihr uns nicht eine Axt bauen? So, endlich sind ein paar, Nelly. Ja, ein paar sind gewachsen. Wie gesagt, die Schatten bei den Tieren sehen echt komisch aus. Da merkt man halt, dass mein Klon 5 definitiv nicht für die Schatten optimiert ist, weil, dass die Schatten hier aktiviert sind, haben wir nur diese einen Mod zu verdanken. Die es halt einfach nur erzwingenderweise zulässt. Dieses Enable Shadow Mod. Damit kannst du ja quasi bei allen Subgames, die von sich aus die Schatten nicht unterstützen, das trotzdem erzwingen, dass sie es aktivieren lassen. Aber das heißt natürlich nicht, dass es denn gut aussieht. Das ist ja auch genau der Grund, weswegen das standardmäßig bei den Spielen deaktiviert ist und man das nur dann aktivieren kann, wenn die Spiele von sich aus es zulassen. Damit man da genau solche Sachen vorher, ja, halt, oh, damit man halt genau solche Sachen denn im Spiel selber umgehen kann, indem man das Spiel halt entsprechend anpasst, dass solche Grafikfehler dann nicht mehr entstehen. So, da sieht schon mal gut aus. Wobei es natürlich dann die Frage ist, ob es denn überhaupt, weil ich meine, bei meinem Test Game, das unterstützt ja soweit diese Schatten. Denn das ist ja das Subgame, mit dem es halt ursprünglich entwickelt wurde. Die Frage ist natürlich, nur weil es dieses My Test Game dynamische Schatten unterstützt, heißt es ja noch lange nicht, dass sämtliche Mods, die man in My Test Game benutzt, das unterstützen. Ne, weil Tiere zum Beispiel gibt es ja bei My Test Game gar nicht, sondern das wäre dann ja zum Beispiel
Wie heißt die Mod? Animals Redo oder ne? Sowas halt. Und da ist halt die Frage, ob es denn da nicht die gleichen Probleme gibt. So, jetzt haben wir die Fensterscheiben alle drinne. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch hier überall die Holzwände reinziehen. So. Das heißt, dich brauche ich nicht mehr, dich brauche ich nicht mehr. Wobei, du kommst mal lieber in die Kramkiste. Wir schmeißen erstmal hier alles raus. Wir machen erstmal ein bisschen Ordnung hier. Das hält sich am Kopf nicht aus, wobei Holz kommt noch Holz. Hier kommt gar nicht mehr rein. Da. So, by the way. Na komm, wir machen erstmal. Warum bist du hier drin? Kupferbarren, warum ist Kupferbarren hier drin? Nee, nee, nee. So, was kommt hier rein? Du kommst hier rein. Und sonst gar nichts. So. Perfekt. Kupfer kommt noch da. Und dann brauchen wir nämlich endlich mal eine Stahl-Axt. Erneut. Haben wir keine Knochen mehr? Ne, wir haben nur Bone Meal. Dann fahre ich dich auch mal direkt zu Bone Meal. Was da? So, genau. Und dann brauchen wir noch zwei Stöcker. So. Perfekt. Schon haben wir wieder eine wunderschöne Axt, mit der wir da hinten die ganzen Bäume abfällen können. Sehr geil. So, wir brauchen Holz. Und zwar. Die letzte Kiste war ja klar. Wir brauchen Holz, und zwar nicht gerade wenig. Das heißt, ihr nehmt euch beide nochmal mit. Das sollte definitiv reichen. Wenn nicht, fange ich den Krieg an. Hier haben wir auch noch ein paar. Rekombinieren können wir ja hier nicht. Das heißt, die sind verloren. Gut. Na gut, ich warte mal für die Folge Feierabend oder sehen wir uns mal zur nächsten Folge wieder. Weil für die paar Minuten nur lohnt es sich jetzt nicht, nur ohne mal anzufangen. Von daher, ja, würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge.